Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Heute zeige ich euch ein kleines Update vom Gaming-Zimmer. Es ist noch nicht fertig. Das mal eben ganz kurz nebenbei, ein kleines Vorwort eben. Der Raum ist nicht fertig. Es ist ein Update, weil so viele Leute immer fragen, wie weit bist du mit dem Raum, hier und da und blabiblub. Ihr müsst dazu gesehen, ja, der Raum wäre schon lange, lange fertig. Es sind aber Prioritäten momentan anders gesetzt. Wir wollen natürlich oben die Schlafzimmer, die Kinderzimmer, Wohnzimmer, Küche, das alles fertig haben, damit man gemütlich leben kann. Ich kann momentan hier aufnehmen und alles tun und machen. Das reicht momentan erstmal. Der Raum, wie gesagt, ist nicht fertig. Wir renovieren ein Haus, keine Zwei-Zimmer-Wohnung, die in einer Woche fertig ist. Wir wollen hier für immer leben, bis zur Rente, bis wir sterben, keine Ahnung, und das Haus soll schön werden. Man arbeitet sowieso immer an ein Haus, aber jetzt sind wir gerade komplett am Umriss dekorieren. Ich weiß nicht, ob man hier noch alles sieht, hier sind noch Kabel, alles offen. Es ist nicht fertig. Die Prioritäten liegen anders als bei dem Raum. Aber ein kleines Update zeige ich euch, meine lieben Freunde. Und zwar fangen wir direkt erstmal an mit der wunderschönen Tür. Yoda habe ich hier drauf tapeziert. Das ist eine Vinyl-Fließtapete. Von Yoda habe ich bei Amazon gekauft, die hier. Hier oben sieht man noch Freezy. Genau, geht man heran. Sieht man jetzt nicht so toll, ne? Ist ein bisschen klein. Hier steht halt Freezy drüber. Das kleine Highlight hier an dem Raum ist die Klinke. Wir kommen nicht rein. Und nein, hier ist ja nicht mal ein Schlüsselloch. Was sollen wir nur tun? Ja, kein Problem. Und somit würde man in meinen Raum kommen. Dieses geht noch mit einem Code. Piep, 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 piep. Und dann eingeben. Ich sage jetzt nicht welchen, aber dann würde man reinkommen. Oder man hat noch so eine kleine Chipkarte. Die kann man an Dingen machen. Und dann, bupp, so da drauf, öffnet die Tür auch. Dann kommen wir sozusagen hier in unseren Redemption rein. Hier wird die PlayStation-Ecke sein. Mit den schönen, wunderbaren, geilen Sesseln von Gameverse. Die sind wirklich geil. Ich habe davon drei Stück. Ich sehe hier ein paar Fleckchen drauf. Das hat damit zu tun, wir sind noch ziemlich viel am Schleifen und sowas. Da ist halt viel Staub. Kann mal passieren. An dieser Wand kommt ein Fernseher. Der wird hier dran gehangen. Und alles wirklich hier unten kommt ein kleines, wie nennt man sowas? Was haben wir da oben? Wie nennt man sowas, Schatz? Ein Lowboard. Lowboard, wie auch immer. Das kommt dann hier hin, die PlayStation drauf und noch ganz viele andere Sachen. Alles Mögliche. Hier vorne, der kommt noch weg. Da kommt ein weißer, nur mit zwei Fächern hin. Und ja, damit das halt kleiner ist. Hier ist mein GTA-Poster mit der wunderschönen Lady. Aber hier auf die Sessel nochmal einzugehen, die habe ich gesponsert bekommen von der Firma Gameverse. Richtig geile Sessel sind das. Ich bin letztens, habe ich hier mit meinem Handy rumgespielt und ich habe mich hier hingesetzt. Man sieht mich hier schön in Jogginghosen-Look. Es ist Sonntag. Kann man sich echt so echt chillig entspannen, Alter. Und das Schöne ist, die formen sich das Gemütliche so an. Wisst ihr, was ich meine? Es sind nicht wie normale Sandsitzsäcke oder wie man sowas nennt. Die sind echt schon ein bisschen exklusiver. Die sind geiler. Man hat hier an den Seiten Fächer. Kann man ein großes Fach rausmachen. Man kann es aber auch halt hier zusammen, da kann man hier eine Dose reintun. Weiß ich nicht, wenn du noch eine Pringles-Dose haben willst beim Zocken, hier. Jetzt fragen sich natürlich bestimmt einige, warum mache ich das nicht einfach ganz normal an dem PC? Das hat den Grund zur Folge, ich möchte halt auch ab und zu mal gemütlich spielen. Zum Beispiel möchte ich ganz gerne noch ein paar Leute aus dem Team einladen. Die werden wir hier noch ein bisschen zocken. Ein paar Sitzsäcke, man sitzt einfach gemütlich drauf, die sind cool. Man kann was ablegen, man kann hier was drauflegen, wenn man will. Auch hier der kleine Sessel, auch hier Fächer, alles drin. Hier hat man noch was. Und der ist echt, echt geil. Also ich habe schon in ein paar Sitzsäcken gesessen, aber die sind Bombe.
Kann ich nur empfehlen, meine lieben Freunde. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die sind ein Must-Have, finde ich, in so einem Gaming-Zimmer. Kann man sich ja, jetzt es geht gerade auf Weihnachten zu, vielleicht von seinen Eltern wünschen, was weiß ich. Die sind richtig cool. Normalerweise stehen die nicht so hier. Normalerweise stehen hier nur zwei. Einer ist dann neben meinem PC, um, weiß ich nicht, wenn meine Frau dazu kommt, die Kinder kommen, dann können die sich dort hinsetzen. Passt soweit alles. Jetzt schauen wir gerade hier in den Schrank rein. Jetzt fragen sich einige, warum sieht der Schrank aus, wo sind die Türen hin und sowas. Die Türen habe ich rausgenommen. Hier oben kommt eine Schiene hin für eine Glastür. Dann kommen hier noch Böden rein, das wird noch lackiert in weiß. Hier natürlich tapeziert. Dann kommen die Böden rein. Unter den Böden sind überall so Lichter. Die scheinen dann meine Lego-Modelle, mein Nerd-Kram, alles was ich so habe. Das wird dann nachher hier passieren. Momentan haben wir hier so ein paar Lego-Sachen noch da. Hier so einen kleinen mit Dreck halt. Noch eine King's Loot-Box, muss ich auch noch unboxen. Ja, dann hier genau dasselbe Spiel. Hier drin wird auch weiß gestrichen. Noch alles gespachtelt, Tapete dran, fertig. Dann kommen wir jetzt momentan hier in diese Ecke rein. Da muss man wohl noch dazu sagen, es ist auch hier, wie gesagt, noch nicht fertig. Genau, hier sind meine Mantiden, auf Deutsch Gottesanbeterinnen. Die sind hier drin. Ich habe 7 Stück. Und ja, die wachsen noch, haben sich schon ein paar gehäutet. Ich weiß nicht, kann man hier vielleicht mal auf eine drauf? Da sitzt gerade eine, die werden jetzt gleich noch gefüttert. Hier vorne habe ich eine andere. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ja. Ah, sie läuft jetzt. Da vorne läuft sie. Lassen wir auch mal in Ruhe, das stört auch die Tiere so ein bisschen. Hier Fruchtfliegen. Das ist so ein Zuchtansatz. Wenn ich das jetzt aufmachen würde, würden hier 1000 Sachen rumfliegen. Hier auch nochmal Fruchtfliegen-Einsatz. Die stehen momentan jetzt davor, vor der zweiten Ameisenfarm. Da kann man ja auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, wenn ihr wollt. Gehen wir einmal nach hier rum. Genau. Hier, das ist die Ameisenart Lasius niger. Das ist die einheimische Wegeameise, die man so kennt. Die sind gerade in Winterruhe. Also Winterruhe, kein Winterschlaf, die schlafen nicht, die sind sowas wie versteinert, eingefroren nennt man sowas so. Die fahren ihre Sachen so runter, die schlafen aber nicht. Sammeln in der Zeit auch kein Honig und sowas. Das ist sozusagen eine Pause für die Königin von den Eierlegen. Dann haben wir hier unten drunter, das ist eine aus Spanien stammende Art. Das ist die Messor Barbarus. Ja genau, Messor Barbarus, das ist eine körnersammelnde Ameisenart, die sammelt Körner und ja, die sammelt halt Körner, kein Honig und sowas. Hier unten haben wir dann noch eine Art, das ist Camponotus nicobarensis, eine indische Ameisenart, die halten keine Winterruhe. Das ist noch eine ziemlich junge Kolonie, die sitzen auch noch hier im Reagenzglas. Das dauert noch was, bis die dort ausziehen, die werden dann irgendwann hier reinziehen. Aber zu den Ameisen kommen noch mal separat Videos. Dann habe ich hier, dann haben wir hier, was habe ich denn jetzt im Schuh gehabt? Egal. Dann haben wir hier ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Das ist auch eine indische Ameisenart, eine Weberameise. Das ist meine größte Kolonie, die ich habe. Genau. Hier sieht es noch ein bisschen wuselig aus, wie ihr gerade seht. Steckdosen liegen hier noch rum. Das muss noch alles eingebaut werden. Hier zum Sprühen, wenn man hier mal ein bisschen feuchter machen möchte. Hier ein paar Heimchen. Gehen mir mittlerweile ehrlich auf den Sack. Die piepsen immer den ganzen Tag. Dann habe ich hier noch ein leeres Formicarium. Hier kommen nachher Camponotus Herculianus rein. Aber die hole ich mir erst nächstes Jahr. Ja, dann würde man jetzt so zusammen in die PC-Ecke kommen. Das ist hier der Schreibtisch für unsere Lego-Streams.
wie ihr hier seht, haben wir ja schon letzte Zeit mit angefangen. Wir haben noch ein paar Dinger, die müssen wir noch einbauen. Hier noch eine Pizza von gestern. Das hier ist ein LED-Set für mein Bedwing. Dann leuchtet der. Der kommt dann auch noch hier irgendwo an eine Wand. Den kann man dann mit einer Fernbedienung, kann man dann Lichter ändern. Hier 1, 2, 3, heller, Impuls machen und so weiter und so fort. Aber das müssen wir natürlich erstmal umbauen. Aufbauen. Ja, hier sitze ich dann, hier bauen wir Lego. Hier haben wir zwei Kameras. Hier eine Webcam. Die Webcam für oben, wenn ich dann hier baue. Hier die Webcam, damit wir, wenn jemand donatet, damit ich mich bedanken kann, damit ich euch auch angucken kann. Ein Bildschirm von AOC. Ich glaube 24 Zoll. Ein Bildschirm, damit ich den Chat im Auge habe und mit euch mich unterhalten kann. Von Elgato. Ein Keylight. Ziemlich nice, damit hier auch Licht herrscht, halt einfach so. Und dann würde ich hier mit der Wand weitermachen, bevor wir zum PC-Setup gehen. Hier ein paar Bilder. Venom. Für Leute, die jetzt wahrscheinlich wieder ein Auge haben, es ist nicht synchron, das ist mir stark bewusst. Aber es fällt nicht auf, weil ich stehe hier nicht mit dem Lineal. Oh nee, hier ist aber 5 mm zu breit. Leute mit Augenmaß sehen das sofort, wenn hier oben, ne? Aber, ey, mal ganz ehrlich, ich war noch nie eine pingelige Person. Mich juckt das so nicht. Genau, Venom. Dann haben wir hier Iron Man. Also ein cooles Licht, das kann man hier so anmachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man hier abends sitzt und man hat keine Aufnahmen oder kein Stream, nix, und ich spiele hier mit meinen, mit den Teammitgliedern, man hat hier überall das Licht aus und nur die Fußleisten sind an und hier der Iron Man und sowas. Kommt doch schon sehr cool. Ist sehr, sehr gemütlich. Genau, dann haben wir hier vorne noch einen Raum. Auf den will ich jetzt nicht so eingehen, weil da wurde noch gar nichts gemacht. Eigentlich muss ich das machen, weil da kommt nachher in den Raum, der wird jetzt noch weiß gestrichen und alles. Und dann kommen dort eigentlich so... so Wände, ich weiß nicht, wie man die nennt, von Ikea, wo man halt die Bretter so drauf in der Wand hat. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, ist auch scheißegal. Das sieht keine Sau. Da kommen Formikarien drauf, da kommt eine Blattschneiderkolonie von Ameisen drauf. Die werden nachher, eine ganz kleine Kolonie werde ich mir holen, mit 100, 200 Arbeiterinnen. Die werden nachher aber mit Rohrensystem einmal komplett hier durch den ganzen Raum wandern und... Blätter schneiden. Ich bekomme mehrere Formikarien. Ich fange an mit 3 Stück und dann wird das nachher immer größer und die wandern durch das ganze Haus. Genau. Meine Frau macht so, ich muss immer erst checken, was sie genau meint. Darth Vader. Eine Aufnahme von der Spinne. Und ja, geh doch nicht ran. Näher ran. Ja, das kannst du machen. Wenn ich sie nehme und auf dich... Nein. Ja, Darth Vader. Einige wissen ja, ich bin großer Star Wars Fan. Wir haben ja hier größtenteils nur Lego Batman oder Lego Star Wars. Ja, genau. Hier unten noch das Giants Partner Zertifikat, dass ich ein offizieller Giants Partner bin. Muss auch noch aufgehangen werden. Und dann kommen wir eigentlich sozusagen jetzt zum Herzstück. Ich habe eigentlich, wundern sich jetzt die Leute, ey, du hast doch immer ein Greenscreen. Das ist eine ganz einfache Story hier. Das wird über das Ding hier gemacht. Man kann das bis komplett runter auf den Boden ziehen und dann, ja, hat man halt Greenscreen. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt gerade habe ich mit dem Team zusammen Anno gezockt, da fahre ich das hoch. Brauche ich das nicht, alles cool. Ja, und somit kommen wir eigentlich zum größten Teil. Mein PC, ich habe unten 3 27 Zoll AOC Bildschirme, eine Sekunde Reaktionszeit, 144 Hertz, keine Ahnung, was die sonst noch so können. Den habe ich, oben habe ich einen Samsung, der ist kaputt gegangen.
Der ist ja an so einer Monitorhalterung dran und ich habe die Schraube zu weit reingeschraubt. Somit ist das Bild hier gerissen. Und da kommt aber dann auch noch ein 24 Zoll AOC-Bildschirm hin von denen hier. Aber wie gerade vorhin schon am Anfang gesagt, die Prioritäten sind jetzt gerade momentan ein bisschen anders. Hier oben läuft ja nur Teamspeak und Skype. Das ist sozusagen egal, ob da Streifen drin sind, juckt mich jetzt gerade nicht so sehr. Wenn es einen von den drei wäre, hätte ich schon nichts ausgetauscht, aber das passt soweit. Das Ganze beleuchtet wird hier durch diese zwei Softboxen. Das sind keine normalen Softboxen, die man so kennt mit dem weißen Ding drum oder sowas. Das sind LED-Softboxen. Normalerweise ist hier auch noch wieder vorne so ein Milchglas davor, damit das nicht so in den Augen brennt, aber durch den Umzug in irgendeinem Karton noch drin, keine Ahnung, wo der genau ist. Dann haben wir hier meine neue PlayStation 5. Die sollte eigentlich schon für diesen Video fertig sein, dass man das, wie vorhin schon gesagt, die PlayStation-Ecke fertig ist. Durch aber ein paar anderen Situationen, die aufgetreten sind, war es leider nicht möglich. Ich hatte den Fernseher, habe ich schon hier, den habe ich von meinen Eltern geschenkt gekriegt, den Fernseher. Dabei ist aber zu beachten, ich wollte ihn ja an der Wand haben, habe die falschen Schrauben plus Dübel geholt, weil hier hinter Rigips ist und ich kann da nicht einfach irgendwelche Bohrlöcher reinhauen, dann würde das brechen und der Bildschirm würde mir von der Wand fallen. Deswegen muss ich dort auf andere Dübel und Schrauben zurückgreifen. Die hatte ich aber nicht hier. Das hatte ich nicht bedacht. Das war schon Samstagabend. Es war schon alles zu spät. Chef kam zu. Heute ist Sonntag. Ihr wisst Bescheid. Kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an, weil die PlayStation-Ecke mit den Sesseln von Gamegrass wäre eigentlich ein richtiges Highlight gewesen. Aber ja. Kommt noch. Kommt noch, kommt noch. Genau, PlayStation, dann haben wir hier den Deadpool, der meinen PlayStation-Controller hält. Das wird nachher ausgetauscht. Hier kommt dann mein, wenn ich spiele, auf dem PlayStation spiele, spiele ich ja mit dem Xbox-Controller. Das ist ein Xbox-Controller von Razer. Den habe ich selber gekauft bei GameStop. Für 109 Euro war er da. Nach langem Verhandeln, Diskutieren hin und her, habe ich ihn für 80 gekriegt. Da war ich dann sehr zufrieden mit. Der kommt eigentlich auf Deadpool. Und nachher, wenn da fertig ist, kommt von dieser Figur ein Darth Vader. Der hält dann meinen PlayStation-Controller. So wird das dann aussehen. Genau, Mikrofon, ganz normal wie immer. Rode NT1A. Genauso wie das zweite ist auch ein Rode NT1A. Das passt soweit. Rode Gelenkarm. Auch dabei. Hinten, das sind ganz normale Schaumstoffdinger, habe ich bei Amazon gekauft, 30 Stück, ich glaube für 20 Euro. So um den Dreh war das. Viele fragen sich, warum hängt hier ein Kabel? Hier oben kommt noch eine Steckdose hin, weil hier oben drumherum kommt noch mal eine komplette LED-Band rein. Und dafür brauchen wir ja auch ein Dingen, da ich Kabelsalat sehr, sehr hasse, wie man hier unten gerade noch sieht. Ist das halt so. Das ist die Fernbedienung für eigentlich die Fußleiste. Da kann ich die Farbe zum Beispiel ändern durch die Fernbedienung auf Rot, Blau. Da ich aber Monster-Fan bin und Deutz-Fan, in das Deutz-Monster-Grün. Genau. Woher die kommt, das weiß ich nicht. Das kann meine Frau mir erzählen. Das habe ich von meiner Frau geschenkt gekriegt. Das ist ein Mauspad, ein ziemlich großes, in LED-Beleuchtung. Das passt soweit. Ja, mein Headset, das kennt jeder. Logitech, das ist das G633. Sehr cool. Logitech Maus, das ist die G502. Logitech Tastatur, G910. Ein bisschen dreckig gerade. Mein E-Ring. Dann steuere ich den Stream ganz normal hier mit meinem Stream Deck. Hier habe ich YouTube, Let's Play. Das heißt, die Szene bei OBS heißt bei mir Let's Play. Bin ich scharf? Okay, Video ist nicht so scharf, aber hier steht normalerweise Let's Play. Dann wechsle ich die Szene auf die Let's Play Szene. Die ist ein bisschen anders als die Twitch Szene. Das sind Kleinigkeiten. Ich kann Cam aus- und anmachen. Ich kann den Rahmen der Cam an- und ausmachen, wie auch immer.
Dann habe ich hier mein Twitch oder hier für meine PlayStation Streams. Und die Lichter kann ich hier drüber steuern. Dann geht eins aus, eins an. Das geht an, kann ich darüber steuern und ausmachen. Genauso wie ich das mit diesem kleinen Mini-Stream Deck hier machen könnte, Licht, habe ich hier auch nochmal, um die Kamera-Szenen alles zu wechseln, mache ich hier, kann ich das genau dasselbe Spiel machen. Eigentlich sehr cool. Auch hier wieder ein Elgato Keylight drin, als dritte Softbox, die beleuchtet sozusagen mich und die zwei äußeren Softboxen beleuchten das Greenscreen. Hier haben wir, ja, meine King-Untersetzer, mein Iron Man Glas und natürlich Monster ist am Start. Hier nochmal, falls ich was anderes, auf was anderes Bock habe, anstatt Monster. Und ja, das ist im Großen und Ganzen erstmal alles. Der Raum ist noch nicht fertig. Auch mein Nobelshare-Stuhl übrigens. Leute, wenn ihr euren Arschbacken was Schönes tun wollt, so ein Stuhl ist echt nice und legendär. Ich hatte euch mal erzählt, dass hier nachher alles Alexa-steuerbar ist. Ist schon so teilweise alles, demonstriere ich euch gleich noch. Unter diesem Tisch kommt noch eine LED-Lichtleiste. Und ja, die wird auch Alexa-steuerbar sein. Aber da muss ich noch ein bisschen warten, weil ich habe unten schon alle Steckleisten ausgefüllt. Unten steht mein PC. Kannst du vielleicht auch noch mal eben. Er ist an der Seite momentan aufgeschraubt. Das hat damit zu tun, weil ich da die Capture Card eingebaut habe, auch von Elgato. Die muss ich noch zumachen. Hatte ich aber ehrlich gesagt, bin ich ehrlich, noch gar keinen Bock zu. Genau, auch der PC innen drin LED beleuchtet durch zwei Steile, auch natürlich in Grün. Grün meine Lieblingsfarbe oder einer meiner Lieblingsfarbe. Hier unten für den Stuhl, damit das Laminat nicht so schnell ding, habe ich hier so einen Sitz, der ist jetzt ein bisschen dreckig. Wie gesagt, ich sitze oben, wir sägen, wir schleifen, ich komme nach unten, nehme direkt auf. Da ist er halt mal dreckig, juckt mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so stark. Das wäre auf jeden Fall so mein Arbeitsbereich. Lego Streams, normale Streams, alles cool und super. Jetzt habe ich gesagt, dass dieser Raum steuerbar durch Alexa ist. Ich kann jetzt zum Beispiel so sagen, Alexa, Softbox 1 aus. Dann geht die aus. Alexa, Softbox 1 an. Oder Alexa, Fußleiste aus. Vorführeffekt. Alexa, Fußleiste aus. Dann wird die Fußleiste ausgehen. Alexa, Fußleiste an. Und ich kann zum Beispiel so sagen, Alexa, Keller aus. Da wird sie alles ausmachen. Zumindest das, was schon an Alexa angeschlossen ist. Das Keylight könnte ich auch über Alexa steuern, habe ich aber noch nicht in meinen Alexa-App eingefügt. Alexa, Keller an. Ja. Das war so im Großen und Ganzen alles. Das ist meine Tasche, wo meine Kamera normalerweise drin ist und alles. Und ja, es kommt nochmal ein besseres Video, ein viel cooleres geschnittenes Video, wenn hier alles hundertprozentig fertig ist. Ihr seht's, hier liegen noch Sachen rum. Kabelsalat hier, weil ich muss hier drin noch eine Steckdose einbauen. Sonst hätten meine Ameisen kein Licht, kein gar nichts. Deswegen sieht das momentan alles noch so ein bisschen beschissen aus. Internetkabel ist schon an den Fußleisten verlegt. Das flattert hier schon mal nicht mehr so durch den Rum. Ich brauche aber noch Kabel, Salat, Behebung, hier alles, damit das schöner und gemütlicher aussieht. Ja, das ist momentan alles. Wie gesagt, ja, der Raum könnte schneller fertig sein, ja. Der könnte besser schon sein, ja, gebe ich euch vollkommen recht, aber wie vorhin schon gesagt, die Prioritäten liegen woanders. Du guckst so ein bisschen. Alles gut? Gut. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an Gamewares für die zwei Sitzsäcke. Die haben mir zwei Sitzsäcke geschickt. Nee, doch, zwei Sitzsäcke haben die mir geschickt. Einen Sitzsack habe ich selber gekauft. Und da gehen nochmal vielen lieben Dank raus
checkt die Leute ab. Sehr, sehr nettes Personal, wie ich mitbekommen habe. Aber leider selber nie mit denen geschrieben. Das hat mein Netzwerk für mich geregelt. Da gehen auch Grüße raus an Alliance. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr das alles für mich hier geregelt habt. Und ja, was kann ich noch sagen? Ach so, hier in der Ecke wird noch eine Kamera kommen, stimmt, damit das hier auf mich gerichtet ist, während ich dann hier mit euch PlayStation zocke. Ich muss halt noch gucken, wie ich das auch alles noch mache. Ich muss auch noch meterlanges HDMI-Kabel haben am Fernseher, PC. Bin noch überlegen, mir einen zweiten PC zu holen, damit ich das hier so mache. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber momentan übergangsweise weiß ich, wie ich es tue. Ich muss halt noch warten auf die Schrauben, Sideboard und das Ganze alles. Und ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Das Video kommt heute noch online. Und ja, schreibt mal eure, vielleicht habt ihr noch ein paar coole Ideen, was man vielleicht noch in den Raum machen könnte. Auf jeden Fall mal in die Kommentare ballern. Jemand hatte mal geschrieben, Monster-Logo. Ja, fand ich ganz cool, mache ich doch nicht. Aber ja. Wenn ihr trotzdem noch Ideen habt, in die Kommentare ballern. Wie findet ihr allgemein jetzt so den Raum? Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum richtigen Roomtour-Video, meine lieben Freunde. Haut rein.